Hallo und willkommen zurück zu Life is Feudal Dark Times. Mit dem Tro mal wieder. Ja, hallo. Hallo, und hallo, heute hallo. Tun wir was? Du wolltest, glaube ich, doch Steine holen gehen. Rocks. Genau. Ich überlege überhaupt erstmal, wie macht man das? Jo, was wollte ich? Ich wollte mir dann daraus den Hammer bauen. Genau, ich sollte ja hier weiter, glaube ich, sägen, war das, ne? Ich wollte ja weiter... Yep. Jetzt ist nur die Frage, hast du eine Ahnung, wie ich überhaupt Steine abbaue? Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Okay, warte mal, er sagt mir hier, ich bin immer noch overburned. Okay. Okay. Ich bin immer noch ab. Ich habe mir immer noch die Hände zu wund gemacht. Naja, dann säge ich halt mal kein Holz weiter. Ja, jetzt ist halt nur die Frage, ich weiß nicht, wie ich an Stein komme. Wahrscheinlich muss ich erstmal noch weiter so Sachen sammeln. Um deine Skills zu verbessern oder so, keine Ahnung. Also das ist das Einzige, was ich mir in dem Spiel echt mal so ein bisschen wünschen würde, ist, dass man ein bisschen gesagt bekommt, du, jetzt kannst du das. Du kannst jetzt das. Und du kannst jetzt das. So ungefähr. You are overburned. Was heißt das? Du bist überarbeitet halt. Ja, aber muss ich jetzt erstmal was essen oder was? Weil ich zu viel, habe ich zu viel Hunger oder was? Mein Hunger ist jetzt bei 69. Ich habe 44. Boah, jetzt habe ich 50. Bin ich jetzt immer noch overburned? Was ich da bei dem overburned falsch mache. So. Oh, wir sind wieder bei den schwammigen Steintexturen. Mal gucken, was habe ich denn jetzt hier? Set a Snare? Also ich lese mir es gerade durch, also... Oh. Was passiert? Ich habe zwar keine Waffe, um irgendwas zu machen, aber ich tracke erstmal ein Peaceful Animal. You have failed to find any tracks. Okay. Ah, System. Ah, hier haben wir doch. Any tracks. Aber okay, gut. Ist ja... Ich wollte es nur mal gucken. Prospect for iron, copper, search for a sling ammo, useful flintstone. Create a campfire, construct furniture. Observe, construct furniture. What the... Was kann ich hier... Ach, guck hier an. Ein Stuhl. Was brauche ich denn dafür? Bild? Ich kann ich jetzt ernsthaft einen Stuhl bauen? Tatsache, ich kann ernsthaft einen Stuhl bauen. Aber ich glaube, da will ich den gar nicht hin. So, ich lasse jetzt mal das ganze Gebiet nach Kupfer absuchen. Weil das mit den Steinen kapiere ich nicht. Ich habe nirgendwo in den Skills drin stehen, dass ich Stein abbauen kann. Okay. Also, was ich jetzt erstmal machen werde, ist dann hier, weil wir hier schon so ein schönes Feuer haben. Gather plant fire, serve for something edible, eatable, fishing, hunting, construct, da haben wir es doch. Ich werde uns erstmal einen Stuhl hinstellen. Ich säge übrigens gerade in die Erde rein. Also ich komme mit der Säge in die Erde und säge irgendwas. Ja, du machst das schon. Ja, ja. Ich baue einen Stuhl. Und Leute, guck mal, ich kann sägen, ohne hinzugucken. Passend. Ja, ja. Also zu Steinen finde ich irgendwie nix. Ich weiß nicht, ob ich zu blöd bin. Oh, jetzt habe ich hier ein Schild. Jetzt ich ja, da und an dem Schild musst du jetzt weiterarbeiten. Okay. Knochenkleber, Bone Glue und Softwood Board. Wie mache ich ein Softwood Board? Ja, das war eine gute Frage. Okay, aber halt, ich habe ja hier Stöckchen, ne? Also, Tro, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ah, ja, schaffen wir schon. Ja, natürlich. Also, ich habe zwar irgendwie, dass man Small Rocks, dass man die benutzen kann.
Knife. Aber das Problem an der Sache ist, dafür bräuchte ich Construction Material Preparation. Und die ist bei mir noch gesperrt. Und was musst du dafür machen? Wie kam ich nochmal in die Skills? L. Ich glaube, das war N, ne? Nee. L. Stimmt, ich frag jedes Mal, ne? Keine Ahnung, sie sind bei mir gesperrt. Da steht primär Willenskraft und sekundär Agilität. Also werde ich das wohl weiter trainieren müssen. Okay, gucken wir erstmal hier. Was habe ich denn hier? Ah, Carpentry. Gut. Und weiter geht es dann hier mit Bowcraft und Warfare Engine. Mining. Ich könnte Mining machen. Also ich habe Mining bei 0. Mining geht auch, aber du bräuchst... Aber für You can shape small rocks for building wäre Construction Materials. Das ist neben Terraforming. Ah, das heißt, du musst dein Terraforming erstmal hochkriegen. Das kann gut sein. Jetzt ist halt nur die Frage, wie mache ich das am sinnvollsten? Dafür brauchst du eine Schaufel. Also bastel dir erstmal eine Schaufel. Ja klar, aber ich will jetzt auch nicht einfach hier blödsinnig einmal hoch, einmal runter terraformen. Wieso? Ist doch genau passend. Guck mal, du hast doch gesagt, dass wir hier sowieso ein bisschen ungünstig platziert sind. Ja, also bist du ja der Meinung? Taktisch jedenfalls für einen Kampf. Dann mach doch einfach hier so, was weiß ich, ich glaube dazu, warte mal, Terraforming, was zählt noch dazu? Ich muss mal ganz kurz gucken, brauche ich dafür überhaupt, habe ich, ja, ich brauche dafür Steine. Useful Flintstone. Dann such doch einfach mal, ja, mach's doch einfach. Scheiß doch drauf, wir brauchen's ja. Okay, dann machen wir's halt so. Ich bin overburned. Leute, was heißt denn das? Ich weiß nicht, ich weiß ja auch noch nicht, wie sich das glaub, hier mit dem Wasser verhält. Ich glaube fast, ich muss mich irgendwie austun oder so. Ich weiß es echt nicht. Also, ich glaube, es wäre echt sinnvoll, wenn ich mich mal so ein, zwei Tage, also beziehungsweise bis zur nächsten Aufnahme, mich mal so ein bisschen durchfuchse. Weil sonst arbeiten wir hier, glaube ich, noch Tage, ohne weiterzukommen. Machen die anderen auch. Ach, weißt du das schon? Naja, der Pox, der hat nicht sehr viel Zeit zurzeit und nimmt die Aufnahmen direkt ineinander, also am Stück auf. Und ja, ne? Ja gut, was die können, ne? Dann kann ich mich auch vorbereiten. Ja, aber das wäre auch unfair. So, okay, jetzt brauche ich nur noch einmal... Hast du eigentlich schon mal die Schaufel gesehen? Es ist ein Baumstamm. Ja. Wofür brauchte ich da Flintstone? Das habe ich mich schon so oft gefragt. Also, er gibt mir jetzt aus. Warning, Terraforming was not raised. It's locked or marked for downgrade by you. Okay, stehe ich also zu nah dran. Ich muss jetzt gerade halt auch mal gucken, ob ich dann da irgendwie ansatzweise dich da unterstützen kann, ob ich dann da schneller die Erfahrung kriege, wobei ich nicht dran glaube. Ja, wie gesagt, also... Hä, es ist immer noch zu nah, was soll denn der Spaß? Zu nah an was? Sekunde, also er meint, dass es nicht funktioniert, es ist gesperrt oder markiert... Ah, ich kapiere das alles noch nicht so ganz. Okay, warte, ich kann ja jetzt die Schaufel auch mal anlegen. So, Schaufel ist angelegt, jetzt mache ich hier mal. So. Terraforming, Lower Ground Level. Das sieht sogar eher aus wie eine Keule oder so. Das sieht immer mehr aus wie eine Schaufel. Ja, bei mir geht's. Ja, also bei mir hat er es jetzt auch gemacht, aber er gibt mir jedes Mal das Warning aus. Welches? Overburn? Nein. Terraforming was not raised. It's locked or marked for downgrade by you. Keine Ahnung. Warte mal. Ja? Geh mal auf, ich weiß gar nicht. Kannst du das? Nee, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ich sehe dich jetzt gerade gar nicht. Du stehst neben mir. Okay, gut, ich habe hier so ein, ich
kann gerade gucken, wo es hier, wie hoch ist. Achso, das Observe meinst du? Ja. Ja, das hatte ich auch gerade. Dann ist es hier. Aber ich hab's auf jeden Fall, wurde das Land in dem Sinne verändert. Ich krieg nur kein Skill. Also ich habe gerade einen Skill bekommen. Ich habe Terraforming 2,75. Achso, um 2,75 auf 12,75 erhöht. Constitution und Stärke. Es ist doch völlig bescheuert gerade. Ach, das geht schon. Ja, ich bin dir halt gerade nur keine große Hilfe. Natürlich bist du eine große Hilfe. Womit denn? You can't take this. You were overburned. Oh, ach so, Erde hat man jetzt auch hier im Inventar. Was ist denn das für Erde? Soil? Das ist nämlich so das Interessante. Ich habe 60 Soil bekommen. Forest und Fertile Soil. Ne, ich habe nur Fertile Soil. Aber ich habe es bekommen, aber es erhöht mein Skill halt einfach nicht. Jetzt gucke ich nochmal ins im L. Wie sieht's denn da aus? 15. Und um das zu unlocken, brauche ich... was brauche ich denn dafür? Next page. Hier geht's ja auch noch weiter. Nächste Seite. Ja, oder das ist dann schön. Kriegskunst und all sowas. Crafting Skill, Combat Skill, Miner Skills. Da sind die Miner Skills. Warte mal, wo waren sie denn jetzt, Miner? Was haben wir denn hier? Climbing? Yep. Ernsthaft? Combat Skills, kann ich die verteilen? 100 von 603? Okay, gut. Ich glaube, ich habe rausgefunden, warum es bei mir kein Skill gibt. Wenn du L drückst, hast du doch Pfeile, die nach oben und nach unten zeigen, oder? Ja. Wenn du da drauf drückst, damit kannst du entscheiden, ob der Skill überhaupt gelevelt werden soll oder nicht. Wenn ich das richtig verstehe. Ja, wenn es jetzt funktioniert, dass ich jetzt Skillpunkte bekomme. Skill will increase. Skill will not increase. Skill will not change its value. So, und bei mir stand, dass er Skill will not increase. Ah. Warning, you are overburned. Aber okay, jetzt kriege ich auch Skillpunkte. Jetzt haben wir den Fehler schon mal gefunden. Aber was ist dieses Overburned jetzt? Ich bin overburned. Ich müsste jetzt ernsthaft mal gucken, ob ich hier irgendwie nach Essen suchen kann. Ja, du müsstest einen Apfelbaum finden. Also du siehst hier wirklich daran, dass die Äpfel dranhängen. Ich werde mich aber auch mal... Ich weiß nicht, ob ich nochmal zum See gehen soll oder besser zum Meer tendiere. Und uns Fisch organisiere. Also ich soll an dem Baum auch Äpfel sehen. Du solltest an dem Baum auch Äpfel sehen können, ja. Okay. Sind das rote Äpfel oder? Ja, ich habe hier glaube ich sogar einen Apfelbaum. Ich inspekte hier gerade mal einen Baum. Ja, wahrscheinlich ist es den besser wegen deiner Grafikeinstellung. Ja, hier ist ein Apfelbaum. Ja, dann müsstest du. Ja, siehst du, aber je nachdem wie groß die sind, haben die glaube ich auch gar keine Äpfel dran. Aber das steht dran. Get a sprout. Nein, du kannst dann Farming. Oder Gathering müsste das sein. Ja, mache ich doch gleich. Aber erstmal möchte ich doch noch einen Setzling haben, ja, oder? Ja, nimm so viele Setzlinge mit wie möglich und pflanz sie bei uns an. Ja. Ich werde derweil mal Richtung Meer laufen und uns Fisch organisieren. Was anderes bleibt mir eh gerade nicht. Weil ich erkenne aufgrund meiner tollen Grafikeinstellung manchmal die Bäume nicht. Gather Apples. Da wäre es schön, dann in dem Augenblick wirklich zu sehen... Achso, jetzt. Ja, ich sehe die Äpfel, aber die sind nicht so wirklich knallrot. Das sind ja wirklich nur Sprites. Ja. So, 13 Äpfel. Das ist praktisch, 13 Äpfel, das geht doch. Also langsam kommen wir weiter. Aber wie gesagt, ich werde mich fürs nächste Mal auf jeden Fall vorbereiten.
Ja, du hast dich ja jetzt erstmal darauf vorbereitet, irgendwie deine Frames besser einzustellen. Darf man ja nicht vergessen, ne? Aber liebe Leute, wirklich, guckt auch bei dem Sanrillas rein. Das lohnt sich wirklich. Also ihr seht wirklich bei jedem unterschiedliche Perspektiven. Während ich jetzt hier mir die ganze Zeit den Baum angucke und da versuche, die ganzen Äpfel zu sammeln. Renn ich zum Meer und versuche, Fisch zu holen. Beispielsweise, ja. Und seht ihr bei ihm mal das Fischen, weil jeder muss wirklich einen anderen Beruf, sag ich mal, tätigen, um das Ganze effektiv zu gestalten. Natürlich solltet ihr auch beim Pox und beim Ösiplay reingucken. Ja, ist ja wohl verständlich, weil diese zwei Herren sind ja unsere Feinde und ihr müsst uns natürlich Bescheid sagen. Weil wir dürfen rein theoretisch nicht bei denen reingucken. Ja, ansonsten wüssten wir ja, wo die sind. Exakt. Ja, das ist so ein bisschen Gentle Agreement. Aber wenn ihr das macht, das ist dann was anderes. Ihr dürft reingucken, ihr dürft es uns sagen, wenn ihr wollt. Sagt uns, wo sind unsere Feinde. Und sagt uns am besten auch, wie gut sie ausgerüstet sind. Hast du da unten Apfelbäume gepflanzt oder was? Es sieht ja aus, als ob da irgendwelche Bäume wachsen. Ja, das passiert schon mal. Also die, es kann auch sein, dass halt die Setzlinge runterfallen und dadurch Bäume wohl wachsen sollen. Das ist aber relativ selten. Okay. So, jetzt esse ich erstmal ein paar Äpfel. Oh. Ja, du hast ja auch noch Kekse. Also die werde ich gleich erstmal schnabulieren. Aber du müsstest, glaube ich, im Dingens auch schon weiter unten sein. Ich bin noch bei über 50. Und ich werde erst bei 50 essen. Ja, ich will mich jetzt erstmal wieder auf 100 bringen. You can't do this action. Jo, war ich noch mit dem Essen mal. Also, jetzt würde ich mir auch wünschen, wenn er am Essen ist, dass man das jedenfalls sieht, wenn er es in der Hand nimmt oder so. Oder irgendwie sowas ähnliches. Selbst wenn es nur ein Sprite wäre. Aber ich sehe in dem Augenblick, sieht es wirklich so aus, als ob ich eine Blasebewegung mache. Nett. Also, ich möchte sagen hier, ich bin der Mann und nicht die Frau. Was soll das denn jetzt heißen? Dass du die Frau bist? Ja, das sehen wir noch. Heißt das nicht, ich darf so. Dir dann dauernd eine Schaufel über den Schädel ziehen? Ah, verdammt, da war was. Stimmt, du hast die Schaufel, ne? Ich habe aber auch eine Schaufel, aber egal. So, jetzt will ich hier, Toll, ich krieg's nicht mal mit Fischen gerade hin. Was ist denn heute los? Was war denn Plow? Ich glaube, Plow war, umgraben, ne? Müsste, ja, dann kannst du dann nachher auf Farming Skills, also Weizen anbauen. Ja, das ist richtig, das glaube ich, kann ich mir auch gut vorstellen. Bloß, ich muss jetzt echt gerade überlegen, was war ein Plow? Ich werde es ja gleich sehen. Ja, umgraben. Geil, ich krieg beim Fischen gerade noch nicht mal was raus. Also, gefangen habe ich bisher noch nichts. Aber dazu gibt es auch keinen wirklichen Skill, oder? Hast du da was gesehen? Ich glaube, das zählt zur Naturkunde. Warte mal, mal gucken, ob ich reinkomme jetzt. Nee. Nee, wenn ich jetzt hier diese Aktion durch... Ah, doch, da. L. Das zählt hier zu Hunting. Fishing, Hunting. Okay. Unten, wo der kleine Bär ist. Ja, you can fish, also eigentlich müsste ich es können. Auch wenn mein Skill noch auf 0 ist. Ah, das kommt ja bestimmt. Wir versuchen es weiter. Ey, warum hat er mich denn... Ah. Ey, Tro, ich habe 40 Frames. Okay, ich gucke nur aufs Wasser, aber... Ey, er hat 40 Frames, liebe Leute. Ich habe 70 Frames jetzt gerade. Ja, ich nehme zwar nur mit 30 auf, aber ich habe jetzt gerade 70 ich Frames. Ich erschieß dich. Weil ich auf den Boden gucke. Ich gucke auf den Boden. Ich werde dich irgendwann erschießen. Ich glaube, Schusswaffen gibt es hier nicht. Doch, nur, Armbrüste. Reicht, vollkommen. Ja, okay, gut, das ist, ja. Wobei, nein. Zählt das eigentlich als Schusswaffe oder zählt das dann eher in Richtung, Sowohl als die Armbrust als auch der Bogen gelten als Schusswaffe, ja. Achso, okay. Bei Schusswaffe würde ich jetzt eher so in Richtung... Kanonen und so weiter, ja. Ja. So, jetzt, Nature Lore, Gather Plant Fiber, Search for Something Eatable, aber Terraforming, Farming... Ich werde dich Fernkampfwaffen klingt komisch. Wobei es natürlich cool wäre, ja. So, wenn wir nachher wirklich in den Kämpfen sind, dass wir dann die auch wirklich irgendwie mit der Armbrust haben. Ich kann den Baum nicht pflanzen. Ja, du kannst auch Bäume nur ab einer gewissen Dingens pflanzen. Beziehungsweise du kannst sie auch nur, Bäume kannst du nur in Forest-Erde pflanzen. Ach ja, ja, stimmt. Oh, ich glaube, das war hier... Das hier war Forest-Erde. Ja. So, jetzt muss ich gucken, wie heißen denn diese kleinen... Setzling.
Oh, keine Ahnung. Ja, ich guck gerade. Setzlinge, Setzlinge, Setzlinge. Zeig's mir an. Wieso zeigt er mir die Wieso zeigt er mir die Namen jetzt nicht mehr an? Pinienbaum. Elmtree. Pine Tree. Na komm. Apple Tree. Und Apple Tree kann ich nicht platzieren. Na. Warum kann ich keinen Apfelbaum platzieren? Muss ich erst die anderen platzieren, ich, wahrscheinlich? Ich wetten? Weiß es nicht. Ich mache mit dir eine Wette, ich muss erst die anderen platzieren, damit ich diesen blöden Apfelbaum hinstellen kann. Aber ich bin nicht mehr overburnt. Ich habe gegessen und jetzt bin ich nicht mehr overburnt. Hast Apple, ne? Ja. Heißt das Ding auch wirklich Apple? Ja, Apple Tree. Weil ich es hier nämlich gerade nicht finde. Also, Spruce and Pine kannst du mit 30, Birke und Weide kannst du mit 60, Eiche, Maple und Elm kannst du mit 90. Aber ich finde keinen Apfelbaum. In der kompletten Dingens nicht. Das ist komisch. Und ich habe immer noch nichts gefangen. Ach nö, das gibt's doch nicht. Hast du irgendwas nochmal einen Wolf gefunden oder so? Nee, leider nicht. Aber mehr gibt's nicht so viele. The Wolf Among Us? Das Coole ist, ich kann mich sogar umdrehen und angeln. Ah, ich muss... Ah, um die Säge wieder zu verwenden. Ah, und aber... Auf jeden Fall für die nächste Folge mal gucken, wie man das alles macht. Ja. Und dann werden wir weiterkommen. Genau, liebe Leute. Ich komme nur jetzt erst noch zu dir zurückgerannt. Ja, dass wir jedenfalls in unserem Lager sind, ja. Wie gesagt, guckt auch bei den anderen rein. Ach, Building Lock, Board, a Billet. A Board. Ich glaube, Board habe ich noch nicht. Ich glaube, wir haben sogar richtig Glück. Wir haben Leben bei uns in der Nähe. Wieso bin ich overburned? Wie kriege ich denn das weg? Ja, ich werde es fürs nächste Mal nachgucken und dann werden wir schon weiterkommen, Tro. Genau, liebe Leute, oder schreibt es uns einfach in das Kommentarfenster. Ja, klatscht es so tief rein, dass wir es nie wieder sehen. Oder ähnliches. Genau, und dann bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss. Ciao.